Indian Railways hat einen führenden Bahnsystemintegrator mit der Entwicklung von Wasserstoffzügen beauftragt. Ballard Power Systems hat bekannt gegeben, dass Mather Servo Drives, ein führender Bahnsystemintegrator, eine Bestellung für Brennstoffzellen für die ersten Wasserstoffzüge in Indien aufgegeben hat. Mather Servo Drives wurde von Indian Railways mit der Entwicklung der emissionsfreien Lokomotiven beauftragt. Der Auftrag umfasst die Ausrüstung zur Nachrüstung von 2 dieselelektrischen Nahverkehrszügen. Sie werden über 8100 kW FCMOVTM HD Plus Einheiten von Ballards neuester Brennstoffzellentechnologie verfügen. Dies soll dazu beitragen, die Leistungsdichte und den Wirkungsgrad gegenüber früheren Modulgenerationen zu verbessern. Indian Railways hat Mather für die H2 betriebenen Lokomotiven als Bestandteil ihrer Gesamtstrategie zur Erreichung von Null CO2 Emissionen beauftragt. Die Brennstoffzellenmodule sollen nächstes Jahr ausgeliefert werden. Die Wasserstoffzüge werden voraussichtlich 2024 in Betrieb genommen. Basierend auf der erfolgreichen Implementierung der ersten beiden Lokomotiven wird erwartet, dass die Tür für weitere Nachrüstungen in der Zukunft offen bleibt. Indian Railways prognostiziert, dass sich die Wasserstoffzüge in weniger als 2 Jahren amortisiert haben werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die Investition in die Nachrüstung in weniger als 2 Jahren amortisiert haben wird, da H2 deutlich günstiger ist als Diesel. Dadurch wird die Umrüstung der einzelnen Wasserstoffzüge ein wirtschaftliches Vorhaben und ermöglicht eine Reduzierung des jährlichen Kohlendioxidausstoßes um mehr als 11 Tonnen. Hinzu kommt die Feinstaubreduktion von fast 1 Tonne pro Jahr. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Ballard bei der Entwicklung von Indiens ersten wasserstoffbetriebenen Zügen, sagte Kasyap Reddy, Managing Director von Mather Servo Drives. Der Schienenverkehr ist ein wichtiger Bestandteil der Infrastruktur in ganz Indien, und wir sind stolz darauf, die ersten Schritte zur Dekarbonisierung dieser Facette unserer Wirtschaft zu unternehmen. Mit führender Technologie und starker Projektökonomie blicken wir optimistisch in die Zukunft des emissionsfreien Schienenverkehrs. Unsere Fortschritte bei der Dekarbonisierung des Schienenverkehrs stehen erst am Anfang, da wir weltweit mit führenden Herstellern, Integratoren und Betreibern von Schienenfahrzeugen zusammenarbeiten, fügte David Mucciacciaro, Chief Commercial Officer von Ballard, in einer Pressemitteilung über die Bestellung von Wasserstoffzügen hinzu. Diese Ankündigung mit Mather veranschaulicht den wachsenden Bedarf und die Fortschritte bei der Dekarbonisierung der globalen Mobilität. Wir freuen uns, unser Brennstoffzellengeschäft in Indien auszubauen und die ersten wasserstoffbetriebenen, emissionsfreien Personenzüge auf dem indischen Markt anzutreiben. Vielen Dank für das Folgen von Hydrogen Fuel News. Stellen Sie sicher, dass Sie auf Abonnieren klicken und auf den Link in der Beschreibung klicken, um unser kostenloses E-Book zu erhalten.